Wirbelsturm Irma hat sich inzwischen abgeschwächt, doch noch immer kämpfen die Menschen in Florida mit den Auswirkungen des Hurrikans. So hat Irma in den USA sein erstes Todesopfer gefordert. Ein Mann in Florida Keys wurde tot in seinem Auto aufgefunden. In Miami schwanken Wolkenkratzer im Sturm, drei Baukräne stürzten in sich zusammen. Große Teile des nahe der Uferpromenade gelegenen Finanzdistrikts standen hüfthoch unter Wasser. Der Flughafen von Miami, einer der verkehrsintensivsten, bleibt vorerst geschlossen. Mehr als 12.000 Flüge fallen aus. Im Örtchen Naples stieg der Meeresspiegel in nur 90 Minuten um mehr als 2 Meter an. Schwere Schäden drohen im fast gesamten Bundesstaat. Insgesamt waren 4 Millionen Haushalte und Geschäfte ohne Strom. Nach Behördenangaben kann es noch Wochen dauern, bis die Stromleitungen repariert sind. Ob die Menschen in Florida aufatmen können, wird sich erst zeigen, wenn der nächste, bereits angekündigte Sturm Jose vorbeigezogen ist.